Jawohl, der letzte Teil. Wir waren noch in der Stadt, nicht wahr? Die jetzt. Nee, aber... nee, wir waren. Ah, genau, die Höhle. Wir waren ja bereits in der Höhle, genau. So, und das ist jetzt irgendeine bescheuerte Seitenaufgabe, die ich mir irgendwann mal ausgedacht habe. Da weiß ich nicht mehr genau, wie ich drauf gekommen bin, aber ich hatte mir gedacht, hier komm, der hat sich als erster gemeldet. Ich baue den mal ein bisschen weiter ein und gebe den halt Plot-Relevanz oder so. Weil wir haben ja ein ziemlich offenes System, da ist halt Platz dafür. Was heißt ein offenes System? Wir haben im Prinzip genommen, was wir kriegen konnten. Und wenn es uns nicht mehr gefallen hat, haben wir es rausgeschmissen. Auch wieder wahr. Jedenfalls, wir haben einen temporären vierten Jungen in der Gruppe. Schauen wir mal an, was er hat. Und er trägt eine versetzte Ausrüstung. Ja, da hast du dir wirklich Mühe gegeben. Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Yeah. Ja, alles für den lieben User, der sich da so geduldig für bereit erklärt hat, für diese Digitalisierungsprozedur. Er soll sich bedanken. Ich hoffe, das Master-Control-Programm war nicht so unfreundlich zu dir. Ach, was kommt denn jetzt? Oh, der Weg zu... Ja, natürlich. Aus, wo haben wir den denn geklaut? Secret of Mana Theater. Genau, großartig. Wo es mit den Zwergen war. Seht es euch einfach an. Genau. Da muss man echt nichts zu sagen. Different head. Yeah. So, dann hört das Spiel irgendwann nochmal auf. Ich weiß gar nicht, einen gelben haben wir, glaube ich, noch. Ja, siehst du? Hier steht auch schon wieder in Klammern sein richtiger Name. Cousin, andere Rüstung. Vergiss es einfach. Zink! Problem gelöst. Wow, wir hatten wieder Geld für Effekte, wie es aussieht. Ja. Und wir haben unser Geld zurückbekommen. Die 30 Euro, weil. Ist das schönes gewesen? Oh! Ja. Kein Spott. Das wollte ich irgendwie so ein bisschen abgespaced aussehen lassen. Ja, ich hätte das dann die Halle der Spiegel getauft, oder? Ich weiß es nicht mehr, wie wir das getauft haben, aber ich bin weiß auf jeden Fall. Oh Gott. Was haben wir denn da gemacht? Okay, das war definitiv eine der blödesten Ideen, die ich je hatte. Weiße Schrift auf weiß-blauem Hintergrund. Das erinnert mich an die ostfriesische Kriegsfahne. Weißer Adler, weißer Grund. Ja. Ich kann es nicht lesen. Ich auch nicht. Ich muss gerade passen. Es bahnt sich ein Kampf ein. Wir können dann dieser Video. Weil es wäre jetzt hier ein Kampf gewesen gegen diese Klonfigur da. Ja, okay, man gewöhnt sich an alles nicht, wa? Oh. Ach ja, genau, der hat uns ja verraten dann quasi. Genau. Und er verzieht sich jetzt. Genau. Bing. Effekt. Und jetzt bin ich wieder pleite. Das waren die 30 Euro von vorhin. So, und was passierte nochmal jetzt? Tatsächlich, ich habe sie die Halle der Spiegel getauft. Genau. Und sie kehren dann, wenn ich mich nicht täusche, in die Stadt zurück. Genau. Mhm. Dann sind sie wieder Großstadt. Aber da war ja dann schon wieder unser Antagonist am Werk. Und wir sind jetzt zum allerersten Mal im Spiel eine zerstörte Stadt. Ja. Und das wolltest du vorhin nämlich ansprechen. Ja, wir, die einzigen Überlebenden in dieser Stadtkatastrophe sind natürlich Kinder. Denn eins der größten Klischees in vor allem östlichen RPGs ist, dass Kinder einfach nicht sterben. Da werden ganze Völker ausgerottet, aber Kindern passiert einfach nichts und deswegen haben wir auch die Kinder in unserer Stadt leben lassen. Was eigentlich fast schon schlimmer ist als jeglicher Schutz, den man ihnen auferlegen könnte. Ja, ich habe mich jetzt traumatisiert bis ans Ende. Ich habe mich übrigens auf dieser zerstörten Karte, auf die ich eigentlich auch sehr stolz bin, selbst verewigt. Wer es findet, kann sich ja mal melden. Ah, jetzt weiß ich wieder, wovon du redest. Ja, ich habe mich. Das sieht man im Video jetzt nicht ganz so toll. Ja, wer es trotzdem findet oder wer wenigstens eine Ahnung hat, der kann ja mal Bescheid geben. Der kann ja mal laut geben. Ich will das jetzt nicht mit irgendwelchen Geldern dotieren, aber meine unendliche Anerkennung. Wir haben Preise in Form von unserer Anerkennung. Ja. Aber ansonsten ist auf dieser Map wirklich nicht mehr viel zu holen, oder? Nee, ich hatte hier, glaube ich, irgendwo einen Weg versteckt, der uns dann noch weiterführt. Aber es ist dann jetzt, glaube ich, so ziemlich das Ende. Wir haben noch nur so viel gebaut, oder? Ja, du hattest noch 3 Maps oder sowas, glaube ich. Ja. Also es ist wirklich jetzt so langsam das Ende hier. Ja, ist okay. Finden wir jetzt nochmal schnell. Irgendwo hatte ich einen Trigger untergebracht. Siehst du, jetzt habe ich nämlich einen Pfeil, nicht mit einem Pfeil datiert. Doch, genau, das Konstrukt. Haha, mein ganzer Stolz. Ich habe das Konstrukt gebaut. Erzähl mal was dazu, ist ja dein. Ja, wir haben uns eigentlich überlegt, nach der Vernichtung der Stadt kommen wir jetzt aus bisher nicht näher geklärten Gründen in dieses Konstrukt, das quasi als riesiges Gerüst die Welt umspannt.
Und das dann jetzt auch, glaube ich, Ende, oder? Ja, genau, hier gibt es keinen Dialog mehr. Auf jeden Fall kann man dann auf diesem tollen Gerüst dann um die Welt herumlaufen und da wird einem dann eben erklärt werden, was eigentlich die Aufgabe und der Sinn und Zweck dieser ganzen Sache ist, quasi die große Frage nach dem Sinn des Lebens, des Universums und allem. Und danach sollte das Spiel dann losgehen und sollte sich der vierte endgültige Charakter anschließen, sodass wir quasi den Teil, den wir euch jetzt präsentiert haben, als Tutorial betrachtet hätten. Nun ist es aber alles, was wir jemals von Klischee fertig gekriegt haben und deswegen haben wir es euch jetzt im Prinzip so als fertiges Spiel verkaufen wollen. Sozusagen. Und ich glaube, der Typ, der jetzt hier gerade so dämonisch rumsteht, das warst du, oder? Ja, genau. Ich habe mich natürlich selbst auch eingebaut. Ich habe mich, ich gebe es zu, ich habe dreist bei Matrix geklaut. Ich habe mich als Architekt aufgeschwungen. Also der dann quasi das Gerüst der Welt und alles drumherum zusammengezimmert hat. Vom Design her war das aber auch wirklich so dieser Dark Overlord, von dem ich im Demo-Video schon gesprochen habe, oder? Also ja, genau, das war der. Da habe ich drauf bestanden. Ich glaube, heute hätte ich wahrscheinlich mich einfach nur als kleines rosa Püschelhäschen dargestellt, aber damals war ich irgendwie noch so dunkel und schwarz und groß und robe. Ja, gut. Damit nähern wir uns jetzt auch schon dem Ende der ganzen Präsentation. Wir haben noch ein bisschen Videomaterial? Nee, haben wir nicht mehr. Gar nichts mehr? Nee, Ende? Das war's. Okay, das war's, gut. Das ist alles, was wir von Klischeeki haben, ja. Unser Meisterwerk. Vielleicht greifen wir es ja irgendwann mal wieder auf, motiviert durch was eigentlich? Ihr könntet einen Nachfolger verlangen. Ihr könntet uns Geld schicken? Ja. Unsere Kontonummer habt ihr in einem Teil da, oder? Genau, das dürfte im dritten Video zu sehen sein, wo ihr das Geld hinschicken dürft. Da kann sich auch der gute L wieder Effekte leisten. Genau. Und ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen hier, so die ganze Tour durch das, was wir haben. Ja, das war's. Das war unser Werk. Das war Klischeeki. Ja, danke übrigens fürs Mitkommentieren, ne? Sehr gern. Und, boah, ein RPG-Werk habe ich ja noch und dazu komme ich dann nochmal im Alleingang wieder, wenn das ein Einzelprojekt von mir ist. Also dann, mach es gut!